Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Chaos Gate Demon Hunt, das wollte ich sagen. Wir haben ein bisschen das Problem, dass die Blüte sich hier unheimlich schnell ausbreitet. Hier drüben müssen wir hin. Da müssen wir was tun, das reicht aber nicht. Und da müssen wir uns jetzt überlegen, wo es sich anbieten würde, ein Prognostikarius einzustimmen. Ich denke beinahe, hier wäre gut. Hier wäre halt auch richtig gut eigentlich. Da hätten wir halt hier das Vierersystem nicht abgedeckt, ne, aber hätten dafür ein paar mehr Systeme. Ich denke, wir werden es hier machen. Es sieht so schön bunt aus hier alles. Und dann sollten wir hier noch ganz knapp ankommen, ne, weil bis in das System schaffen wir es noch mit einem Tag Restzeit ungefähr. Ja, wir machen das mal so. Wir haben ja nicht mehr allzu viele Prognostikarien. So, und dann, ja, schaffen wir es hier noch ganz knapp hin. Ich hoffe, der Warpsturm hält uns da nicht allzu sehr auf. Das wäre jetzt tragisch. Eine kleine Warpsturm auch vom Kurs geworfen. Okay, das ist blöd. Der Warpsturm hat uns weit von unserem Ziel wegbefördert, aber die jüngsten Verbesserungen an unserem Gellerfeld haben jeglichen Schaden verhindert. Okay, so viel weiter sind wir gar nicht weg. Ne? Wir sind sogar eher dichter rangekommen, würde ich sagen. Ja, das sieht so aus, als wenn wir jetzt dadurch schneller zum Ziel kommen. Kleinen Umweg vielleicht noch? Nee, schaffen wir nicht. Und das hier muss weg, ne, weil das halt auch ausstrahlt und dann hier ein Fünfer zumindest mal auslösen würde. Da muss man auf jeden Fall hin. Oh, da ist ein Schiff materialisiert gerade. Betrug. Oh, was nun? Hallo? We must. The ritual is nearly complete. Embrace the grandfather's wisdom, Carver. You see it? We are one. And so forever we shall remain. Cadex Ilkarion of Systemonius, I give myself to you willingly. Take my spirit. What? Rikir! Warum? Right to doubt me, Ektar. A demon's essence cannot be tracked past the veil, but mine is now bound to his. I will blaze a path for you to follow. You sacrifice yourself? You are doomed to an eternity of torment. I doomed myself the moment I set foot on this ship. Now, the Grandfather calls. I must answer. I am his. I hear you.
Commander. The Brother Purifier has begun transmitting a signal to our astropaths. We must follow it at once. Wow. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sie sich da so opfert, an den Dämon bindet. Krass. War das Ritual der Timer überhaupt abgelaufen? Da waren noch 15 Tage drauf, dachte ich. Vakirs Signal folgen und Khaldor Drego finden. Inquisitorin Vakir hat sich geopfert und den Geist durch das Reinigungsritual an Kardex gebunden. Bruder Ekta verfolgt nun psionisch die Überreste ihres Geistes auf seiner Rückkehr in Nurgits Garten. Wir werden diesem Signal bis in die Tiefen der Hölle folgen, um Khaldor Drego zu finden und hoffentlich die Wurzeln der Blüte zu zerstören. Pursued this signal for weeks. The edict strains, but the Brother Purifier appears far worse. The edict's warp drives have completely stalled. It is no matter. Our journey is at an end. Data insufficient. Have we reached the garden? No. But we are met by its gatekeeper. What do you see? We are drawn into the orbit of a transient domain. It radiates with the energy of a prime seed. Credibility dubious. There is little sense within the realms of chaos. Two Reapers of the Bloom remained free of our pursuit. Why risk one against us now? Kadex must have reached his master and given warning. They delay us to pursue more valuable prey. Drago. Commander, it is time to prove ourselves worthy of our name. Uff, na das hört sich ja mal sehr spaßig an. Nurgits Torwächter, Cruciatus. Herr Commander, wir glauben, dass wir Nurgits Garten erreicht haben, aber es scheint, dass Cruciatus, einer der beiden verbleibenden Schnitter der Blüte, die Edikt des Unheils in ihrem verfluchten Orbit festgesetzt hat. Wir müssen einen Trupp dorthin schicken und diesen Schnitter vernichten, damit wir in Nurgits Garten vordringen und Drego ausfindig machen können. Den Schnitter zerstören, okay. Analysis. We face the Reaper of the Dolorous Strain, a corrupted Imperial Knight and dealer of pain and agony. This corrupted soul was noble once. Perhaps we can exploit his human weaknesses. Ja, vielleicht ja, vielleicht nein. Gefechtsoptionen werden wahrscheinlich ausscheiden, könnte ich mir vorstellen. Bringt es was, unsere empirischen Hirnminen auszutauschen gegen Antipsi-Granaten? Wahrscheinlich nicht, ne? Unsere Antipsi-Granaten sind ziemlich schwach. Na, Rang 2 immerhin. Verursache, ja, hier steht nicht, wie lang der still ist dann.
Tja, sehr gute Frage, ob sich das lohnen würde. Den Unterbrecherschädel nehmen wir mal mit. Hier Schadensgranaten sind immer gut. Ja, wisst ihr was? Wir ändern nichts am Loadout. Wir werden einfach so da runter teleportieren. Uff, der ist groß, glaube ich. Achso, eine Imperial Knight haben sie gesagt, war das mal, ne? Ja, okay, der ist dann wirklich ein bisschen größer. Imperial Knights, finde ich, sind auch eine sehr coole Fraktion. So zu, vom Aussehen her zum Sammeln und so. Finde ich nice. Oh ja. I sense a putrid decay in the war. Knights of the Titan! I, Cruciatus, am known to my cohort as the Generous. For it is through my will that the healing gift of pain should be shared in the Grandfather's name. It is a noble goal, is it not? Brothers, do not deign to answer his blasphemy. Our duty is not to bandy in words. Will you not parley? Introduce yourselves. Knight classification. Desecrator, its firepower is beyond. Beyond our capabilities, Commander. I recommend we reconsider our approach and... Retreat? I've got your type knew no fear. An empty platitude, it would seem. Warp surge. Interferences. Retreat would be dishonorable. Besides, I have long awaited the day when I might truly be challenged. Come at me, Knights of the Titan. I promise your end will not be swift. Okay, kriege ich Infos über ihn? Scheinbar nicht. Das ist jetzt natürlich blöd. Hier liegt halt so viel Zeug rum, ne? Müssen wir ihn damit irgendwie in die Falle locken oder? Ich hätte ja super gerne Infos über ihn tatsächlich. Na, vielleicht müssen wir uns erstmal so ein bisschen zurückfallen lassen. Irgendwo in die Deckung rein. Wo er vielleicht nicht so einfach hinkommt. Das wäre vielleicht clever, oder? Brothers, our duty is death, but it will have no hold over us today. Kann ich ihn zornig machen? Vielleicht ja, vielleicht nein. This hammer. Ja, ich denke, wir werden uns erstmal ein bisschen verstreuen, ne, und ihn hier so ein bisschen in die Mitte reinlocken vielleicht. Na, mal gucken, wie wir das machen. Bestimmt unheimlich clever. As you come up. The Aegis shields us. Moving now. Wards in half. Moving out. Ach, der hat Unmengen von Rüstung, okay. Laser Annihilator Deckungsschuss.
Deckung kaputt, okay. 3 Schaden sehe ich hier. Titanstampfer. Immunität gegen Nachteile. Bluten durchgedreht, dominiert, Bewegungsunfähigkeit, Panik, still und Rückschlag. Okay, brennen kann er also. Annehmen der Herausforderung. Beim Treffer wird Cruciato zornig und konzentriert sich darauf, seinen Angreifer im nächsten Zug zu vernichten. Oh. 4 Schaden mit Humpeln und Rückschlag sehe ich hier. 8 Schaden. Okay. Also das wird echt nicht lustig. Reichweite 14, 4 Schaden und immer. The Emperor lights our path. The angel shields us. Okay, also er hat eingebauten Zorn. Das ist ja schon mal gut. Na, vielleicht musst du hier hoch mit dem Kran irgendwas machen. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich können wir mit diesem Kran gar nichts geschickt machen, ne? Aber wir müssen vielleicht wenigstens mal rausfinden, was wir mit dem Kran machen können. Nächste Runde. So, ich hätte gern, dass du eine Sprenggranate wirfst. Und vielleicht so, dass da hinten das Ding mit explodiert. Leider nicht möglich. Rüstungszerstörung 5. Ja, die werden wir ja erstmal komplett draufballern müssen, befürchte ich. Opening fire! So, mal sehen, ob Granaten Zorn bei ihm auslösen. Das sieht nicht so aus. Interessant. Hier hätten wir so ein bisschen Doppeldeckung. It will be done. Wir müssen mal gucken, was er anrichten kann, Schlimmes. Und wie wir hier die Umgebung vielleicht ein bisschen nutzen können. Okay, wenn er nichts sieht. Box communication re-established, but war interference remains. Teleportation is impossible. Then we must watch and provide what little support we can. As you command. Shielding is formidable. However, its power regulation is inconsistent. Some side effect of the Bloom's corruption? Unknown. Commander, your firepower may be sufficient to overwhelm its generator. Yeah, generator, genau, ja. I am his will. So, jetzt haben wir alle Sprenggranaten rausgehauen. Die beiden stehen hier komplett nackend da. Okay. Das können wir nur so auf ihn runterfallen lassen. Hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, wie wir mit ihm fertig werden. I am here to serve. What is your will? Fuck.
Wir verstecken uns erstmal, gucken, wie er sich so ein bisschen verhält. Hast du schon ein Schild benutzt? Na, scheinbar nicht. Na, bleib mal da stehen. So, können wir dem 80 Schaden in einer Runde machen? Vielleicht schwierig. Aber der scheint so ein bisschen Orientierungsproblem zu haben, wenn er wirklich niemanden sieht. Observation. Industrial lift is a significant plasma payload. Perhaps those cranes can be used to some advantage. Betäubt. Ja, das ist unser Plan, aber warum betäubt? Und was macht Betäubung? Achso, ich müsste ihn jetzt irgendwie hier befreien, ne? Ja, vorher kann er nichts machen. Er wurde da irgendwie eingerankt. Oh, reicht es von hier aus? Zum Granatenwerfen und dann wieder zurückrennen. Taking position. Nee, nicht ganz. Auch außerhalb, ich müsste da oben irgendwie rankommen. Ich kann ihn nicht mal mit meinem mit einem psionischen Angriff lahmlegen. Nicht da verborgen vor ihm. Ich habe halt nicht so richtig viele Optionen, ne? Wahrscheinlich wird das Ding hier als nächstes dran glauben müssen. Das heißt, wir machen uns mal so ein bisschen vom Acker irgendwie. Du bist ja hier vielleicht noch safe. The Emperor protects. I am here to serve. Also, was machen wir mit dir? Du müsstest halt eigentlich dichter an ihn ran. Hier fühle ich mich ein bisschen ungeschützt.
as ordered. So, dann verteilen wir uns hier wenigstens ein bisschen. Hast du schon ein Schild? Ja, scheinbar schon. Du hast gar keine Granaten, ne? Und ein Brecherschädel. Der Schädel scheint gegen ihn nicht zu funktionieren. Where have you all gone? Versteckt. Yes, Commander. Spreng ich mir damit die eigene Deckung weg? Das wäre natürlich auch lustig, haha. Das ist halt der einzige Ort, wo ich die Granate hinwerfen kann. Damit kommen wir wenigstens einmal durch seine Rüstung durch gerade. Versuch mal ihn anzuzünden. None shall evade my cleansing fire. Ich weiß nicht, ob der Schaden Rüstung ignoriert oder nicht. So, wir hätten hier 30 Schaden und dann müsste der Rest auch noch 55 Schaden machen. Das ist noch ein bisschen viel, ne? My blade is yours. Ja, es bleibt halt alles an der Rüstung hängen. Aber einmal schießen und dann nach hinten wegrennen irgendwie. Dann könnte er vielleicht funktionieren sogar. Dann können wir ihn hier vielleicht irgendwie in so eine hat sich den Schützen bei Beschuss. Er packt den. Schafft er das? Wie groß ist denn sein mit welcher Fähigkeit macht er das? Ah, fast ein Ritter. Beim nächsten Zug schlägt er ihn nieder und verursacht 3 Schaden. Er ist echt direkt zu mir gerannt. Ja, in dem Fall müssen wir uns hier noch ein bisschen verstecken gehen. Auf den richtigen Moment warten. Noch ein bisschen indirekt hier schädigen. Taking position. Ja, wir müssen ihn echt irgendwie zu diesen Kisten locken, ne? Oder er muss da freiwillig hingehen oder irgendwas. Advancing. The Aegis shields us. Läuft er jetzt hier immer nur hin und her? Weak.
Heilungsfähigkeiten auf 0 reduziert. Okay, das geht. Okay, also das Brennen kostet ihn auf jeden Fall jede Runde 2 Schaden. Hier komme ich nicht hoch, ne? Jedenfalls nicht diese Runde. Ja, müsste da echt irgendwie in Richtung einer Kiste gehen. Können wir ihn locken? The Emperor protects. 13 Panzerung. Gucken mal, ob wir ihn locken können, wenn wir uns einfach ins Offene stellen. The Aegis heals up. Hat er den Typen da ignoriert? Nee. Er scheint auch nicht richtig näher kommen zu wollen. Nee, irgendwie will er noch nicht näher kommen. Finde ich natürlich uncool von ihm. Hat er das Ding ja schon kaputt gemacht? Kann ich das jetzt gar nicht mehr... Doch, ich kann. Aber es trifft ihn nicht. Mal ernsthaft. Doch, das trifft ihn. Für 8 Schaden, der glaube ich auch durch die Panzerung durchgeht, ne? Destructive force. Substantial. Ektar. Yes, if we can lure the beast near to one of those cranes, we might tip the odds in our favor. Okay, aber das hat ihn doch nicht getroffen. Scheinbar. Okay, schade. So, du kommst einfach mal hier rüber und dann gucken wir mal, ob er zu uns gerannt kommt. Du stehst da jetzt natürlich direkt mit dran, es tut mir ein bisschen leid für dich. Musst du durch. Aber es könnte ja eine gute Falle geben. Wir gucken mal. Wir müssen meinen Priester ja eigentlich sehen, meinen Ordenspriester. Nicht da lang laufen. Oh, hi. Okay,
Okay, aber da steht er jetzt halt tatsächlich nur dumm rum und tut nichts. At your service. What is your will? Lords in arms. Yes, sir. Ich kann von hier aus nicht auf ihn schießen. Ich könnte ihn vielleicht provozieren, wenn ich ein bisschen dichter dran wäre. Na, das wäre vielleicht echt eine Option. So, wo ist denn hier der nächste Kran? Hier ist keiner. Was? Wo Kran? Verdammt. The Emperor protects. Der soll einfach mal hier rüber in die Richtung kommen. Das kann nicht so schwer sein eigentlich. Standing ready. The Aegis heals up. I'm requiring a challenge. Steht ja echt wieder da. Also die Endbosse, muss ich sagen, sind alle sehr, sehr nervig. Ist er immun gegen Provozieren? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee. Gucken, ob das funktioniert. Okay, er ist zornig. So, jetzt komme ich natürlich nicht so richtig von ihm weg, ne? Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr für Bewegungspunkte aufheben sollen. Aber so. Lauf mal dahin. Du bekommst ein Schild und dann können wir ihn jetzt vielleicht in die Zange nehmen. Wenn er hier vielleicht auch an diesem Ding vorbeikommt, das wäre super. So, du bleibst hier schön dran an ihm. Ich dachte, er kommt mit einem Nahkampfangriff ran. Was ist denn los? Jetzt läuft er hier rüber. Okay, aber die Ecke ist ja nicht schlecht. Mit der können wir arbeiten. Peterchen Segen. 5 Rüstung. Ah, okay. Your command. Also, ich muss mal gerade schauen, was das Ding hier für eine Reichweite hat. Ah, okay, ihn erwischt es. Das erwischt ihn auch. What is your will? At once.
Kriege ich hier eine gute Perspektive hin, von der aus ich alles sehe? Wahrscheinlich nicht, ne? So, das hier sieht ganz gut aus. Firing on target! Das hat den... Ach, das hat nur die Panzerung runtergebracht. Das ist alles an der Panzerung hängen geblieben. Das ist natürlich extra blöd. Und ich bin auch leicht außerhalb der Schablone. Das ist natürlich extra blöd auch. Jetzt kann ich ihn doch damit treffen. Sich den Schützen bei Beschuss. Das würde ich damit triggern. Hiermit bleibe ich halt einfach nur in der Panzerung hängen. Your orders? Okay, ich habe ernsthaft keine Ahnung, wie ich ihn irgendwie richtig wehtun kann. Ohne so einen lustigen Kran zu benutzen oder sowas. It will be done. So, funktioniert das jetzt oder funktioniert das nicht? Ich habe nur noch 3 Willenskraftpunkte, das ist ein bisschen blöd. Die Panzerung. Das ist zu wenig Schaden. Mit der Hirnmine machen wir gar keinen Schaden gegen ihn. Also ich bin echt ein bisschen überfragt, wie die Missionsdesigner sich das eigentlich vorgestellt haben, dass man den besiegen soll. Ich meine, er brennt, das ist schon mal super. Ja, das ist außerhalb der Reichweite immer noch. Das Provozieren hat halt auch gar nichts gebracht irgendwie. Das finde ich halt auch so merkwürdig. So, wir stellen dich mal ins Offene. Vielleicht hat er dann doch noch irgendwie Bock hier rüber zu kommen. So, du kannst ihn sehen. Das wollen wir natürlich nicht. In die Richtung hier soll er nicht unbedingt kommen. Your command. The Aegis heals up. Where have you all gone? Back.
Guck mal, da hinten steht einer. Den kannst du sehen. Den sieht er aber nicht. Und dann stampft er hier wieder echt ziellos durch die Gegend. Ah, okay, er steht da jetzt halt gefangen. Komplett isoliert. Jetzt hast du noch einen Willenskraftpunkt. Okay, du kannst nichts tun. Hier. Ward activated. Ich meine, der brennt jetzt natürlich, ne? Das, aber ansonsten ist halt wirklich das einzig Positive hier gerade. Dass er jede Runde 2 Punkte Schaden bekommt. Das dauert aber halt ewig. Bis der tot ist. So, das müssen wir mal deaktivieren. Sonst ist unser Ritter gleich am Boden. Ignoriert mein Ordenspriester halt doch komplett. Aschi. Ja, dann rennen wir darüber. Vielleicht verfolgt er uns, aber ich glaube, so clever ist er einfach nicht. I am here to serve. Nee, mit dem Schädel kann ich ihm nichts tun. Mal sehen, ob der uns vielleicht doch noch irgendwie bemerkt oder irgendwas. Ich bezweifle das aber tatsächlich. Ach, aber sie haben ja gesagt, wir können auf seinen Reaktor schießen, ne? Heißt das, wenn wir ihn von hinten treffen, dass er dann gar nicht kommt, um uns zu packen? Oh, ey. Ist ganz schön rückelig. Na geil. Vielleicht kann man ihn von hinten beschießen, ne? Da hätte ich vielleicht auch, weil das leuchtet halt auch so schön verführerisch, da hätte ich vielleicht eher drauf kommen können. Ich bin jetzt zu weit weg, um es gerade zu testen. Ich würde hier gerne auf die andere Seite.
Da kann er mich überall sehen. Ach, hier ist noch so ein Kran. Das ist doch schick. Dann versuchen wir doch mal hier hinten rumzulaufen einfach. Und du müsstest dich wahrscheinlich auch verstecken, aber eigentlich nicht zu weit weg. Denn ich will ihm dann ja in den Rücken schießen können, dürfen wollen, tun. Na, vielleicht kann es unser Apothekarius machen. Das hier sieht doch nach einer Deckung aus. Die benutzen wir einfach mal. Where have you all gone? Da ist er am Kran und ich bin zu weit weg noch vom Kran, richtig? Wahrscheinlich richtig. Ich komme ran. Aber das geht nur durch seine Rüstung wieder. Ach, aber das klaut ihm auch permanent Rüstung. Warte mal, wie viel Panzerung hast du genug, würde ich denken. Ne, das klaut ihm einfach nur... Obwohl... Es scheint ihm permanent Rüstung zu klauen. Das ist ja schon mal gut. Wir müssen das vielleicht so machen, dass wir nicht selbst getroffen werden, oder? Das wäre, glaube ich, clever. Wir versuchen es mal so. This is your chance, brothers. Find some vulnerability and strike. That's got it. Dominus. So funktioniert das. Unaffected. What? However, the falling shoulder plate has exposed vulnerable mechanical systems. We must focus our efforts there. Firing on target. It will be done. Ach was, und dann steht gleich wieder auf? Das ist uncool. Okay, uncool, wir haben dann scheinbar echt nur einen Schuss frei. I am here to serve. Yes. Einen nur noch. Die macht auch nur 9 Schaden, um seine Panzerung wegzuknacken. Das bringt dann natürlich nicht so viel. Ach man, wie ärgerlich. Taking position. This, come on. Jetzt kann ich halt auch gerade nicht testen. Ob ich ihm in den Rücken schießen kann, ohne dass er rummuckt. Nee, das ist nicht in Reichweite. So, dann versteck du dich mal dort. Ich hoffe, unser Apothekarius wird es da oben gut gehen.
Ich habe Zweifel. Du bleibst so schön in deiner Deckung. Aua. Okay, da ist er wenigstens zum Kran gekommen. Uff. Okay, er Panzerung hält. Er humpelt nur ein bisschen. Heilungsfähigkeit auf 0 reduziert. Uninteressant. Standing ready. It will be done. So, jetzt müssen wir ihn doch eigentlich bald bekommen können, ne? Höhere Zielpunkte freigelegt. Ich weiß immer noch nicht genau, wie uns das hilft, ehrlich gesagt. Your orders? Your command. Oh, du brauchst eigentlich alle Punkte, um hier hinten in Deckung zu rennen. Blöd. I am with you. I am here to serve. Kannst du von da aus auf ihn schießen vernünftig? Mal dichter ran. Dann sind wir ziemlich exponiert, würde ich behaupten. Onward, Brothers! Das bringt auch nichts, ne? Weil er nicht critten kann und nichts. Vielleicht müsste man da einfach mal im Nahkampfangriff ran. Steht da schon wieder. Rennst du gar nicht mehr? Doch, rennt noch. Yes, Commander. Und das wäre jetzt die Top-Gelegenheit, eine Granate zu werfen. Mal gerade so ein bisschen hier. Dann schauen wir mal. Ja, beim Flammenwerfer kommt er nämlich nicht, um uns zu packen. Interessant. Ich müsste mich halt nur schnell verstecken. Okay, aber das ist ja schon mal gut. Das merken wir uns mal für den nächsten Zug. It will be done. Stecken wir uns jetzt gerade noch mal. So, und du musst auch irgendwie ein bisschen dichter an ihn ran. Was sind 2 Punkte? Ja, mit anderen Worten, ich komme nicht dichter ran. Blasted curse of face!
would have been unseemly to have defeated you half blind. So, 41 Punkte müssten wir noch verpassen. Advancing! Ich bin genau einen Punkt zu weit weg, ne? So, schnell wieder verstecken. Es gibt noch 2 Punkte Panzerung für ihn. Oh Gott. Also jetzt können wir es hier mal ausprobieren. Ah doch, der packt uns dann trotzdem. Ah, warte mal, wie ist denn die... finde ich gerade nicht raus. Weil wenn ich ihn angreife, ich könnte ihn halt versuchen zu zersägen tatsächlich, ne? Wie viele Punkte habe ich denn da noch übrig? 2. Komme ich damit weit genug weg? Nee. Wir versuchen das einfach mal, ihn dann in den Nahkampf zu legen. Oh, okay, das funktioniert auch ganz gut. Interessant. So, und dann gehen wir jetzt mal gleich mal im Nahkampfangriff hinterher. Ja, geil. Wir aktiviert Nahkampfwaffen. So, wir haben plus 5 Schaden. Is that it? Is it done? Negative. The knight still moves. However, its operations are impaired. Aber sowas von. Okay, der stampft da einmal. At your service. Wie viel macht denn der Strudel? 8 Schaden. 8 Schaden würde reichen. Ich könnte ja auch versuchen, ihn im Nahkampf zu zerhämmern, ne? Ach kommt, Leute, das ist lustiger. Wir rennen direkt an ihn ran. Und zerhämmern ihn. Okay, also der Schlüssel ist tatsächlich Nahkampf. Operational control restored. This is an impressive victory. The halls of Titan will echo with the deed of those brothers who bested a Chaos Knight single-handed. Das ist natürlich krass, an den im Nahkampf ranzugehen, ne? Also da muss man den echt ein bisschen vorbereiten irgendwie. Mit den Kränen am besten. Brennen funktioniert auch super. Ja, und dann Nahkampf. Interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass mit dem, dass es einfach so einen Unterschied macht, ob man ihn im Nahkampf angreift oder im Fernkampf. Der Riese ist gefallen. Selbst für die Grey Knights ist dies ein beeindruckender Sieg, der in den Hallen von Titan für immer in Erinnerung bleiben wird. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Puh, ja, irgendwie, ne? Schon ein bisschen.
Tja, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.